Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch die neue Palette von Urban Decay vor, und zwar die Naked Cherry Palette. Viel Spaß beim Anschauen! Wie ihr alle wisst, ist die neue Urban Decay Naked Cherry Palette heraus. Ich war bei Douglas und habe sie mir besorgt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute ein Review. Also so sieht das Ganze aus. Spiegelt so ein bisschen Urban Decay. Jawohl. Eine wahnsinnig schöne Verpackung. Die Urban Decay Verpackungen sind aber allgemein eigentlich immer recht schön. Mal schauen. Mal geschaut, ob das Mikro wirklich eingesteckt ist. Falls ich sie hier mal aus der Verpackung bringe. Ich habe sie nämlich extra nicht ausgepackt. Oh mein Gott. Ich glaube, das Problem hatte ich bei der letzten auch schon. Oh. Na, die Harten kommen in den Garten. Wow, lieber fest eingepackt. So, hier ist sie. Also diesmal ist die Palette nicht beflockt, so wie manche andere Paletten von Urban Decay. Dafür ist das, wie soll ich sagen, die Schrift ist quasi erhaben auf dem Plastik. Das heißt, wenn man drüber geht mit der Hand, fühlt man das schön. Es sind natürlich die Kirschen drauf, hinten quasi einfach nur einfärbig mit diesen... Diese Hinweisschrift. Und der Spiegel ist natürlich, ja, es hat natürlich wieder sein müssen, dass da ein Spiegel dabei ist. So, da seht ihr die Palette. Ich halte jetzt den Pinsel mal fest. Falls irgendwer jetzt rausfinden will, aber irgendwas Spezielles sieht, wenn er den Spiegel jetzt auswertet. Also ich hab einen eigenen Videoraum. Da gibt es nichts Interessantes. Ja, so sieht die Palette aus. Den Pinsel kann man natürlich wie immer rausnehmen. Also ich verwende die eigentlich nicht. Leider ist die schon ein bisschen geschüttelt worden. Ist ein bisschen dreckig. Bisschen dreckig. Miau. Geht gar nicht. Übrigens, ich habe so ein Katzen-T-Shirt. Oh, Katzen, Katzen. Wollte ich nur erwähnen. ja, also, dann machen wir Swatches. Nehmen wir mal diesen Ton. Also ich nehme jetzt einfach nach der Reihe die Töne auf. Ich muss noch schnell mein Armband entfernen. Also, machen das jetzt so. Das seht ihr natürlich auf meiner Haut jetzt nicht. Das ist nicht gut. Sind quasi diese neutraleren Töne. So, jetzt werdet ihr gleich was sehen. Die Konsistenz ist eher, soll ich sagen, sehr pudrig. Also nicht cremig oder so, sondern wirklich sehr, sehr, sehr pudrig. Die schimmernden Töne sind ein bisschen cremiger, aber die matten sind sehr gut. Ich hoffe, dass ich alle auf einen Arm bekomme.
sage jetzt nicht bei jedem Ton dazu, wie der heißt, weil ich glaube, es ist eigentlich egal, wie er heißt. So, hier habt ihr die die Swatches dieser Palette. Das ist die neue Urban Decay Naked Cherry Palette. Ist die nicht cool? Warte, ich gehe noch ein bisschen näher. Jetzt. Wow. Das nenne ich Pigmentierung. Yeah! Also, für alle, die sich überlegt haben, ob sie die Naked Cherry Palette haben wollen oder nicht, checkt diese Swatches, überlegt es euch. Ich meine, ganz billig sind ja die Urban Decay Paletten nicht gerade. Aber wenn die Farbtöne für einen passen, dann muss man wirklich sagen, also die Qualität ist ja toll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie gekostet hat. Ich glaube, die kostet beim Douglas um die 60 Euro oder so. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, qualitativ ist die natürlich hochwertig, aber ihr müsst halt auch wissen, ob die Farben für euch passen. Also wirklich ein bisschen austesten im Geschäft, ob euch auch die Konsistenz passt, das Pudrige und das Cremige beim Schimmer. Ob ihr mit dem zurechtkommt und wenn das dann passt, dann könnt ihr euch das überlegen, ob ihr euch die zulegt. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem ja bald Weihnachten ist, ist das vielleicht cool zu wissen. Ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Ich wünsche euch einen recht schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!